Es gibt drei Hauptmerkmale von einer hängenden Brust. Erstens, Brustdrüsengewebe hängt über die Unterbrustfalten ab. Dann die Brustwarze, die Position, die abgekommen ist. Und drittens, das Dekolleté oben, das leer geworden ist. Der Grund, dass die Brust überhaupt anfangen kann, ist die Schwerkraft. Und dort ist die Qualität des Bindegewebes sehr entscheidend. Das ist vor allem genetisch abhängig, aber auch durchs Alter. Mit dem Alter wird das Bindegewebe immer dünner und weniger elastisch und hängt durch das automatisch mehr. Damit die Brust aber auch anfangen kann, braucht es ein gewisses Gewicht, eine gewisse Größe. Das heisst, die Chance, dass jemand, der ein A-Körbchen hat, später hängende Brust bekommt, ist natürlich viel kleiner als jemand, der ein CK hat. Ein weiterer Faktor ist die Grössenveränderung einer Brust im Laufe des Lebens. Das kann sein durch starke Gewichtsschwankungen oder natürlich durch eine Schwangerschaft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hängende Brust zu korrigieren. Das kann sein eine reine Bruststraffung. Das kann sein eine Bruststraffung mit einem Implantat. Und manchmal langt auch nur ein Implantat, je nach Wunsch und Ausgangssituation. Jetzt haben wir aber gemerkt, dass für die Frauen sehr schwierig ist zu beurteilen, ob sie überhaupt eine Straffung brauchen oder nicht. Aus diesem Grund haben wir dank unserer langjährigen Erfahrung einen speziellen Test entwickelt. Und den findet ihr auf unserer Website. Der Test ist in zwei Teile gegliedert. Zuerst geht es um Ihre Person, im zweiten Teil um Ihre Wunschbrust. Einerseits der Spiegeltest, den Sie im Stehen vor dem Spiegel machen und schauen, wie sieht die Position der Brustwarze aus. Auch den Bleistift-Test machen Sie im Stehen. Sie heben den Bleistift um die Brustfalten rein und schauen, wenn Sie ihn loslassen, ob er runterfällt oder nicht. Dann ist wichtig, wie soll die Grösse der Brust sein. Hätten Sie sie lieber kleiner als jetzt, gleich gross oder grösser? Das Volumen im Dekolleté. Wünschen Sie mehr Volumen oder sind Sie zufrieden, so wie es jetzt ist? In den Testergebnissen sehen Sie dann, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, ob Sie überhaupt eine Straffung brauchen und zusätzlich ein Implantat oder nicht. Am besten machen Sie gerade online einen Beratungstermin ab, damit wir noch individueller auf Ihre Ausgangssituation und Ihre Wünsche eingehen können.